Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Seht, der Herr wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Ein großes Licht wird aufstrahlen an jenem Tag. Das ist der Vers zur heutigen Messe. Und in diesem Vers, da steckt viel drinnen. Das Kommen des Herrn im Fleisch vor etwa 2000 Jahren, aber auch das Kommen des Herrn zu uns, wie jetzt beim Gottesdienst, und darüber hinaus noch das Kommen des Herrn am Ende der Zeit, am Ende der Welt, wo er kommen wird und alle Heiligen mit ihm und dann das große Licht aufstrahlen wird für die ganze Menschheit, die zu ihm gehört und hoffentlich auch wir. Wir wollen uns bekennen zu unseren Sünden, um Vergebung bitten, aber zugleich ein großes Bekenntnis an den, der unsere Sünden vergibt und sie hinwegnimmt. Es ist Jesus. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Gott des Erbarmens, du hast allen Völkern der Erde das Heil zugesagt. Lass uns voll Freude das Fest der Geburt Christi erwarten und das große Geheimnis seiner Menschwerdung feiern, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Eine Stimme sagte: Verkünde. Ich fragte: Was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie Gras, und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn vorüberweht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda: Seht, da ist euer Gott. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm.
Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Herr, sende herab uns deinen Sohn, die Völker harren lange schon. Send ihn, den du verheißen hast, zu tilgen unsere Sündenlast. O Weis, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nahe ist der Herr. Seht, er wird kommen und uns retten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit fragte Jesus seine Jünger: Was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über 99, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gläubige, wir haben ein Wort gehört in der Lesung, das eine große Bedeutung hat. Tröstet. Tröstet mein Volk, ruft der Prophet aus. Der Trost ist nicht einfach ein Trostpflaster, das scheint so negativ zu sein. Der Trost ist etwas ganz Positives. Wir brauchen den Trost. Wenn wir versagt haben, brauchen wir den Trost. Es kann Vergebung geben. Du brauchst sie nur erbitten. Oder wenn es ein Unglück gegeben hat, für das wir gar nichts können, ein Trost, es wird wieder gut. Der Trost tut uns so gut. Und darum ist der Trost auch ein Thema immer wieder in der Kirche und ganz besonders auch im Advent. Der Advent tröstet uns, weil wir nicht nur sündige Menschen sind, sondern auch, weil der Retter kommt, weil der Erlöser kommt.
nahe ist, der, der uns Erlösung bringt und damit auch den Trost, wir sind gerettet. Trösten, das ist eine Aufgabe auch für uns. Wir nehmen nicht nur den Trost von der Kirche und von Gott, wir sollten auch selber ein Trost sein. Ein Trost für jene, die niedergeschlagen sind, denen wir Trost bringen können und sollen. Ein Trost, den die Kranken brauchen, damit sie nicht verzagen. Ein Trost, den jene brauchen, die schwer gesündigt haben, dass es doch eine Vergebung gibt. Trost ist ein wunderbares Wort und noch mehr eine wunderbare Tat, wenn wir das Wort in die Tat umsetzen und trösten. Und so ruft der Prophet auch uns zu: Tröstet, tröstet das Volk rund um euch. Das ganze Volk könnt ihr nicht erreichen, aber einige Leute unter euch, die Trost brauchen, darum tröstet. Tröstet die Meinen, sagt uns Jesus. Ihr habt Trost, denn ich tröste euch. Gebt diesen Trost auch weiter für jene, die den Trost brauchen. Gelobt sei der Herr. Wir kommen mit unseren Sünden und Gebrechen zu Christus und bitten ihn voll Vertrauen. Führe die Menschen, die sich verirrt haben, aus ihrer Enge und lass sie Wege in die Freiheit finden. Du Hirt der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke alle, die sich für die Kleinen und Schwachen einsetzen und beschütze die Verfolgten. Du Hirt der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ermutige alle, die im pastoralen Dienst stehen, und lasse nicht müde werden, dein Wort zu verkünden. Du Hirt der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Steh allen bei, die sich mit der Aktion Adveniat für die Menschen in Lateinamerika engagieren und Zeichen der Hoffnung setzen. Du Hirt der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Kirchen in unserem Land einen offenen Blick für die Armen in der Welt und leite sie zu größerer Hilfsbereitschaft an. Du Hirt der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Nimm unsere Verstorbenen, besonders alle, die uns nahe standen, in deine ewige Freude auf. Du Hirt der Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Und tröste uns, wenn wir den Trost brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir danken dir, Gott, Vater, für Jesus Christus, deinen Sohn, der unsere Sünden vergibt und uns Trost bringt, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Da haben wir noch die Messintention. Familie Leimgruber für verstorbene Mutter und Oma, Stefanie Beilberger, Neuntlinge, zum Geburtstag für Freundin. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns.
wir weiter singen. O Adonai, du starker Gott, du hast dem Mose dein Gebot auf Sinai im Flammenschein erweckten an, uns zu befreien. O Wurzel Jesse, Jesus Christ, ein Zeichen aller Welt du bist, das allen Völkern Heil verspricht. Kommt uns zu Hilfe, säume nicht. In diesem Lied sind die bekannten und großartigen O-Antiphonen vor Weihnachten, nämlich 7 Tage vor Weihnachten, sind sie im Brevier und sind bedeutsame Antiphonen. Das Lied drückt diese Antiphonen auch aus. Für jeden Tag ein O, O Weisheit, O Gott und so weiter. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Wasche ab meine Schuld von meinen Sünden, mach mich rein. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir immer wieder versagen und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können. Komm uns zu Hilfe, ersetze, was uns fehlt, und nimm unsere Gebete und Gaben gnädig an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Von ihm redet die Botschaft aller Propheten. Die jungfräuliche Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem Schoß. Seine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf ihn, der unerkannt mitten unter ihnen war. Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir ihn wachend und betend erwarten und bei seinem Kommen mit Liedern des Lobes empfangen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna, preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir wollen beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So wollen wir ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit dem Geist. Geben wir auch einander ein Zeichen des Friedens. Der Friede sei. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Sehe, ich komme, spricht der Herr. Wer zu mir kommt, mit dem will ich Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Thank you.
lasst uns beten. Herr, unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch einen guten Adventtag, einen Tag der Freude auf das Fest, einen Tag der Freude auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Geht hin in Frieden. Amen.